Na, genau. Bist du gut wie tot. Yay. Yeah. War das echt alles, ja? Gut. Gut. Dann können wir hier weitermachen. Wie kommen wir noch dahin? Ich hab's. Also da. Warum hänge ich hier? Das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Das wollte ich. Das wollte ich. Ich bin in keinem Kampf. Achso. Oh, jetzt bin ich in keinem Kampf mehr. Gut. Miri hat's weggekämpft. Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Doch, das sieht super aus. Da ist der Fuchs. Ja, gucken wir, ob noch jemand kommt. Kommt da noch jemand? Ja, ein Zweigling. Ernsthaft. Ja, komm, so jetzt aber. Ich weiß, dass dieser Ort nicht sonderlich belesen aussieht. Aber Herr Meus Mora gräbt tatsächlich irgendwo unter uns herum. Macht er überall. Egal. Was zählt ist, dass wir hier sind, weil Apokrypha in der Nähe ist. So nah, dass ich die Tinte riechen kann. Ich kann auch einfach so nach Apokrypha, aber egal. Was muss ich auf der Ebene von Herosmos tun? Der dädrische Fürst der Geheimnisse weiß, wie man Dinge versteckt. Ja, er hat ständig neue Projekte, sagt der Greif. Also verwendet er ständig Kreatia. Wir müssen einfach nur so verschlagen sein wie er. Zum Glück habt ihr diese Linse, die Ulfsild damals hergestellt hat. Also nur die Linse. Mhm. Mit der Linse solltet ihr euren Weg finden können. Hütet euch nur vor seltsamer Apokrypha-Magie. Ich bin... Und vor Fallen. Hermeus Mora liebt Fallen. Keine Sorge, ich glaube an euch. Ich pass auf. Mach auf. Ja. Das ist ein bisschen seltsam. Weil ich meine, das da ist das Kapitel nach Necrom. Das Kapitel nach Apokrypha. Don't get it. Ja. Jo. Hier, Freund! Ein Ort, um eure Linse einzusetzen! Mach ich. Linsen super? Ja. Hallo? Was soll ich finden? Ah, da ist es. However. Diese Nachricht riecht wie der nahe Raum. Es ist nicht mehr weit. I don't get it. Egal. Ich bin der Fuchs. Hallo. Gottes Willen. Die reißen unten aber wirklich die Bude ab. Ich bin jetzt froh, dass meine Frau nicht mehr hier wohnt. Die wird wahnsinnig werden. Ich auch, aber ich habe einfach Verständnis. Ja, Verständnis, das ist es. Nicht hier, oder? Och komm, ich habe das gehabt. Also ist aber nicht so schwer. Ernsthaft? Reihenfolge. Aha. Die hier kommt nicht als erstes. Die hier. Das ist die, das ist die. Dann gehen wir nach unten. Pum. So, ja, ich weiß. Hier unten. Auch nicht als erstes. Oh Mann, ich will das nicht. Höher. Da, das ist die, wo ich gerade war. Ja, mehr sind da nicht. Do you want to verarsch me? Mhm. Eins, zwei.
brauche die erste. Wo ist die erste? So. Ja, Miri, geh mal weg, bitte. Da ist keine Miri. Hier. So, das ist die erste. Die zweite. Die dritte. Die vierte. Arm aus der Hochzeit. Ja. Fuxi, machst du mir ein Portal? Finde ich echt lieb. Wirklich. Ach. Zu spät. Fuxi, Portal jetzt. Auch einen Ausgang. Oh. So. Flügel ist greifen. Das Ende ist zum Greifen nah. Entschuldigung. Deswegen muss man den Greifen als letztes machen, ne? Damit man diesen saublöden Witz bringen kann. Ja, Hauptort. Das nächste Mal springe ich wieder. Ich kann doch einfach runterspringen. Mhm. So, das müsste es aber jetzt gewesen sein. Please. Ich warum sind da andere? Geht weg. Wir sind nicht, ein echt gutes Team. Oh, greif. Leute, ihr könnt das doch ein bisschen besser lösen. Das nervt. Na, ich spüre, dass ihr mit Schätzen aus Feuer, Tinte und Schatten zurückkehrt. Obwohl, ehrlich gesagt, der Fuchs mir schon viel erzählt hat. Ja. Er war freudetrunken bei seiner Rückkehr. Ja, der kann auch Portale gut, wie meine andere. Gut gemacht. Diese gestohlenen Magien werden es mir ermöglichen, die Skola zu sichern. Und was macht ihr damit? Vor Ewigkeiten forschten Ulfsild und ich an einem uralten Typus eines mystischen Soldaten. Ich stellte mir diese Konstrukte als schweigende Beschützer der Hallen der Skola vor. Mit der ungezähmten Macht der Daedra-Fürsten wird unsere Vision endlich Realität werden. Gut, dann werdet ihr mich bei meiner Erkundung der Schriftlehren also unterstützen? Das werde ich. Ihr habt für Gerechtigkeit gesorgt, wart als mein Beschützer im Feld und seid meinem besten Freund ein hervorragender Begleiter gewesen. Oh Gott. Ihr habt euch dies hier mehr als verdient. Ihr dürft dem Schriftlehreraltar meine Macht verleihen. Sagen wir mal so, er ist zwar sehr von sich eingenommen, aber er zollt Respekt. Also er ist schon, also, ne? Ich fand den Intrig trotzdem besser. Diese gestohlene Magie einzusetzen. Ja, wo ist es denn? Brennt. Mit den Feuern der toten Länder. Ja, okay. Lass die Schatten immer graus aufsteigen
Ja. Und sich mit der Macht von Apokrypha wenden. Könnte ich das Siegel jetzt auch haben? Erhebt euch, Ritter der Skola, beginnt so. Eure Wacht. Möge sie nie ich enden. Will. Hallo? Nutzt meine Stärke weise. Vereint meine Domäne mit dem Altar. Mögt ihr die Schriftlehre beherrschen, wie ihr euch selbst beherrscht. Gott sei Dank. Nehmt meine Stärke mit euch. Die sind ihr toll. Seid hier immer willkommen. Wow. Ganz im Ernst, die sind wirklich cool. Die sind wirklich cool. Ganz im Ernst, das gefällt mir. Das hat sich gelohnt. So, jetzt müssen wir wieder hoch. Nein. Da. Ja. Ich mag die. Die sind super. Da finde ich gerne immer so zwei, drei dabei. Und zwar, wenn die so richtig, ne, heftig sind. Bam. Bam, bam, bam. Jetzt bin ich gespannt. Seht, wie die Tinte schimmert. Gut gemacht. Komm, dann reden wir mal mit ihr. Hallo. Seht euch diese Konstrukte an. Da wird selbst der Erzmagister neidisch sein, wenn wir ihn mal hier runterbekommen. Der Greif scheint sich einer Sache verschrieben zu haben. Und das kann ich respektieren. Ja. Die Rolle des Beschützers wird in den Liedern der Barden nur selten besungen. Sogar Ritter, ja, die es besser wissen sollten, wollen sich in die Schlacht stürzen. Es braucht Disziplin und Mut, ein Beschützer zu sein. Disziplin, wie ihr sie habt. Einst wurde ich. Nein, ich bin nicht der Greif. Danke, Nalia. Gern geschehen. Seht Danke. Euch nur um. Ihr habt wirklich etwas bewirkt in der Skola. Das war der nächste große Schritt auf eurem Weg zur Beherrschung der Schriftlehre. Und natürlich habt ihr zwei alte Freunde wieder vereint. Ja. Ihr solltet stolz sein, Abenteurer. Ich dachte, sie sagt Anführer. Gut, ach, endlich. Wir kommen zum letzten Flügel. Ja. Wo bist du? Wo ist die Krähe? Da ist die Krähe. Oh Gott, es wird noch länger dauern. Ich hab's gehofft. Eure Ansitzwarte überblickt einen Berg von Errungenschaften. Ihr seid nicht länger ein Eindringling. Das ist auch ihr das Mindeste. Ihr habt die Flügel des Netsch, des Drachen, des Greifen und des Indrik geöffnet. Jetzt bleibt nur noch eine letzte Tür. Die unbeschriftete Tür, ist sie nun offen? Das ist sie. Und dahinter wartet eure letzte Prüfung zur Wiederherstellung der Skola. Ich werde eure Prüfung vorstehen. Wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt, tatsächlich bin nicht, ich nee. Die letzte ja, Erleuchtete, die ihre Macht dem Schriftlehreraltar gewähren kann. Der letzte Flügel ist der eure? Der Flügel der Krähe. Jetzt wissen Als wir sie uns erstmals trafen, nicht sagte gekommen, ich, ehrlich nicht. Dass die Erleuchteten entscheiden werden, ob ihr Ulfsils Erbe seid. Jetzt steht ihr vor einer Prüfung, wie ihr sie noch nie erlebt habt. In der Nähe ist ein Echo von Ulfsild. Hört ihm zu und dann fliegen wir. Fangen wir an. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt unglaubliche Dinge vollbracht. Ja. Durch euch lebt mein Werk endlich weiter. Schart Verbündete eures Vertrauens um euch. Wir werden sehen, ob die Krähe euch als würdig erachtet. Ob ihr der Erbe der Skola seid. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Das ist eure letzte Prüfung? Die letzte Tür? Hat die Krähe da etwa gesagt, dass sie eine Erleuchtete ist? Ich dachte, sie sei Ulfsils Vertraute gewesen. Aber vermutlich kann sie beides sein. Richtig. Wartet, Moment! Herzlichen Glückwunsch! Ihr steht vor eurer letzten Prüfung. Die ist echt toll. Wieso guckst du so traurig? Ulfsil sagte, dass ich für diese Prüfung Verbündete um mich scharen dürfte. Möchte er mich begleiten? Das ergibt wohl Sinn. Schließlich war das Portal hierher für zwei Personen bestimmt. Außerdem ist es meine Pflicht als Lampenretterin, euch in das Unbekannte zu folgen und euch vor den Gefahren darin zu beschützen. Also kommst du mit.
Da liegt ihr verdammt richtig. Ich werde euch bis zum Ende beistehen. Auf jeden Fall. Ich kann kaum erwarten, was die Kommandantin der Jünger und Gildenmeister Galerion hierzu sagen. In Ordnung, gehen wir rein. Juhu! Go, go, go! Knack, 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 knack. Na, gut. Untersucht den Flügel der Krähe. Das muss die Domäne der Krähe sein. Unglaublich! Vielleicht verraten uns diese Echos mehr. Das ist echt geil. Also, sie haben sich schon Mühe gegeben damit. Jeder Versuch, die Skola zu retten, würde nur Sheogorath erzürnen. Soweit mir bekannt ist, wissen die Daedra-Fürsten nichts von den Erleuchteten. Ja. Ich muss diesen Ort versiegeln. Auch wenn es ist, als würde ich einen Teil meiner Seele wegschließen. Auf gewisse Art ist es wohl so. Gut. Nummer 1. Mein Erbe könnte von irgendwo kommen. Aus einer fernen Ära. Aus einer besseren Zeit, hoffe ich. Ich vertraue den Erleuchteten. Sie finden die richtige Person für diese Rolle. Ja. Das Ritual forderte alles, was ich hatte. Und mehr. Es hat funktioniert. Ich werde einen Teil von mir zurücklassen. Wird es für die reichen, die kommen? Wird jemand in meine Fußstapfen treten? Ja. Ich weigere mich zu glauben, dass all diese Arbeit umsonst war. Weiß ich nicht. Diese Echos müssen aus Ulfsilds letzten Tagen hier stammen. Ach. Sie sind so persönlich. Und leider ist keines von ihnen so lehrreich wie die, die sie in der Skola hinterließ. Wenn das Teil der Prüfung ist, dann wollen sie uns... Was wollen Sie uns dann eurer Meinung nach damit sagen? Bisher bestärken Sie nur, was wir bereits wussten. Ulfsild versiegelte die Skola, um sie vor Sheogorath zu beschützen. Es ist auch bewundernswert, dass sie das um der Erleuchteten willen tat. Und dann diese Sache mit dem Ritual. Ist euch das aufgefallen? Ja, was für ein Ritual war das denn? Vielleicht war es das Ritual des Versiegelns. Etwas, das sie hinterlassen hatte, um die Skola zu beschützen. Sie beschrieb es als Teil ihrer selbst? Wartet! Die Echos, seht! Was? Wohin zeigen sie denn? Dahin. 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 Hm, noch ein ganzes, ernsthaft. Ja, gut. Vielleicht hat es etwas mit den Echos und diesem Buch zu tun. Haben Sie noch mehr zu sagen? Schnee des Winters. Wenn man genug davon gleichzeitig bekommt, bleibt bald etwas davon erhalten. Wenn ich einst aus dieser Welt scheide, werde ich rückblickend nie wünschen, weniger gutmütig gewesen zu sein. Werdet ihr dasselbe schwören? Ja, klar. Leistet euren Eid der Großzügigkeit. Euer Eid ist geschworen. Was liegt immer vor euch, obwohl ihr es nie sehen werdet? Was kommt stets, kommt aber nie an? Das Dasein an sich ist ein Mysterium. Ein unerforschtes Gebiet, das sich vor euch erstreckt. Würdet ihr einen Eid schwören, es zu erkunden? Leistet euren Eid des Geheimnisses. Euer Eid ist geschworen. Okay. Und wieder muss ich nicht lesen. Beziehungen verlieren ihren Wert nicht, wenn sie enden. Ihr könnt andere Personen auf andere Weise in euch tragen. Aber während sie andauern,
bringt Loyalität Freunden gegenüber unendliche Freude. Wie werdet ihr schwören?